Patch ist live, Leute. Hype, Hype. Damit auch die ganzen Änderungen. Das heißt, wir können die jetzt schon testen. Und viele, viele neue Sachen sind über Nacht reingekommen. Und die schauen wir uns jetzt alle gemeinsam an. Die Runenanpassungen für Phase 4 sind jetzt live. Das heißt, ihr könnt jetzt die neuen Builds testen. Natürlich haben wir noch nicht die neuen Runen. Die müssen wir erst entdecken auf dem Weg zu Level 60. Aber die ganzen Anpassungen, die wir gesehen haben auf dem PTR, die sind jetzt live. Genauso könnt ihr jetzt die ganzen Skillbücher kaufen. Ihr müsst nicht mehr die Dungeons gehen. Die neuen Skillbooks müssen wir natürlich entdecken. Aber hier zum Beispiel das Gift für den Schurken, das könnt ihr euch hier holen mit Stufe 60. Das gilt jetzt hier für Allianzspieler. Auf der Horde-Seite findet ihr den Händler in Orgrimmar, und zwar genau hier. Da steht auch ein Händler und hier könnt ihr auch die ganzen Skillbooks kaufen für eure Klasse. Aber die ganzen neuen Skillbooks, wie zum Beispiel der World Buff für die Krieger oder zornige Vergeltung für Paladine, das müsst ihr natürlich erst entdecken. Das gibt es hier nicht zu kaufen. Biester werden mit P4 erstmalig andere Spells von anderen Rassen erlernen können. Das hat man ja schon auf dem PTR gesehen, beim Data Mining. Das wird wahr in Phase 4. In den Patch Notes stand auch, dass eine serverweite Anstrengung erforderlich sein wird. Das bedeutet ein serverweites Event, um diese Fähigkeit freizuschalten. Ihr könnt jetzt euer 60% Raptor oder Löwen aufwerten auf einen 100% Mount. Die blutbefleckten Erde-Tokens könnt ihr nicht mehr kaufen. Die wurden jetzt rausgepatcht. Erst mit Level 58 könnt ihr die neuen Erde-Tokens kaufen für 25 Kupferschlachten-Münzen, welches die neue Währung darstellt. Aber erst ab Level 58. Zudem könnt ihr euch den leuchtend grünen Roboschreiter, welcher in Numerigan droppt, bei Ciri Schraubenschlüssel auch aufwerten auf ein 100% Mount. Und nun ist es offiziell. Ein neuer Dungeon für das höchste Level wurde dem Spielhund zugefügt. Die Spieler müssen Arzt oder Kunden, um herauszufinden, wie sie auf diesen neuen Dungeon stoßen. Wie geil ist denn das? Dann gibt es noch eine neue Währung, die haben wir schon besprochen. Die meisten Dungeon-Bosse über Level 55 lassen jetzt eine Währung namens Tarnished Undermine Real fallen, die bei einem bestimmten Händler in Booty Bay gegen aufregende Belohnungen eingetauscht werden kann. Geil! Diese Währung fällt einmal pro Tag von jedem Boss für jeden Spieler in der Gruppe. Und die Quest für die Dungeon-Upgrade-Set-Gegenstände, also die T05er-Sets, werden ab dem 11. Juli zusammen mit dem Start von Phase 4 im Spiel verfügbar sein. So wie wir schon vermutet hatten, um das Upgrade von T0 auf T05er Set zu erhalten, müsst ihr eine Questreihe erledigen. Dann ging es auch um das Black Rock Event, kennen wir alle schon. Alle 2 Stunden wird der Black Rock instabil, wodurch zusätzliche Brutstätten erscheinen und bestimmte Gebiete zusätzliche Umweltgefahren aufweisen. Während des Ereignisses aktiv ist, erhalten Spieler Zugang zu einer Reihe von täglichen Quests, die ihnen Ansehen bei der Thorium-Bruderschaft und Hendrixianern einbringen. Durch die Teilnahme an diesen täglichen Quests und Töten von Kreaturen in dieser Zone erhalten Spieler Feuerlandglut. Erinnert mich ein bisschen an Diablo 4. Die zusammen mit von der Thorium-Bruderschaft gefertigten Gegenstände eintauschen können, um besagte gefertigte Gegenstände in stärkere Varianten aufzuwerten. Diese Gegenstände können bei Loctos Dark Bar Grainer in den Blackrock Tiefen eingetauscht werden. Und noch wichtig zu erwähnen, während dem Ereignis bringen Spieler Tötungen in der sengenden Schlucht oder brennenden Steppe 0 Ehre, dafür aber im Blackrock selbst die 3 einfache Ehre. Dann gab es noch eine Änderung bei den Incursions. Es sind keine wiederholbaren Quests, sondern tägliche Quests. Und ihr könnt die jetzt alleine machen. Die Mobs, also die Stärke der Mobs wurde reduziert. Und die Quests haben jetzt ein Höchstlevel von Level 53. Und für Level 60 Spieler hat Blizzard ein paar spezielle wiederholbare Quests für die Fraktion Smaragdgrüne Wächter im Spiel gelassen, damit man da als Level 60er noch Ruf farmen kann. Aber es gibt kein Gold mehr. Voll für den Arsch. Und die Fraktionen Argentum Dämmerung und Holzschlundfeste ermöglichen es den Spielern nun, die Basisversion der zuvor angebotenen Items, also der Rufgegenstände, sowie Materialien gegen hochwertige epische Versionen derselben Gegenstände einzutauschen. Die neuen Upgrade-Gegenstände können bei der Argentum Dämmerung mit wohlwollend bzw. bei Holzschlundfeste als freundlich erworben werden. Und die sind beim Aufhängen gebunden und erfordern zum Tragen eine bestimmte entsprechende Berufsfertigkeit. Und Blizzard schreibt hier auch, dass diese Items Pre-Raid-Biskier-Items sein werden. Also Ruffarmen
lohnt sich bei den beiden Fraktionen auf jeden Fall. Des Weiteren, nicht nur bei denen, auch bei den Hydrixianern, kommen einige neue geile Items ins Spiel und das beginnt ab dem Rang Wohlwollend bei den Hydrixianern. Das T05er Set wird ja auch überarbeitet, das wissen wir schon. Über Nacht kamen jetzt wieder neue Updates fürs T05er Set, wie zum Beispiel für den Druiden. Hier sehen wir wirklich eine komplette Neugestaltung mit sehr viel Verteidigung drauf. Das heißt, der Tank-Druide bekommt hier auch sein persönliches Set. Wenn ihr euch die Änderungen am T05er Set für eure Klasse anschauen wollt, in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Da seht ihr genau die ganzen Änderungen der Sets und welche neuen Spezialisierungen mit dem T05er Set möglich sind. Das T1 Set hat auch ein paar Updates bekommen jetzt über Nacht. Welche das sind, könnt ihr euch unten anschauen. In der Videobeschreibung ist ein Link. Da könnt ihr alle Spezialisierungen sehen für eure Klasse und die ganzen neuen Sets für das T1 Set. Der Hype ist so dick am Start bei mir. Ich weiß, bei euch auch. Vorbereitung nicht vergessen. Wir sehen uns morgen. Bis dann.